Moin Moin und herzlich willkommen mit einer neuen Folge hier auf den Niedersachsen MLS 22. Drescher ist gestartet. Du wolltest zum Hof zurück. Du wolltest pressen, ne? Aber sowas von. Machen wir gleich. Genau, du kannst weiter schwaden. Nein, 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 nicht erster. Nächster. Presse, das, das. So, irgendwo hatten wir garantiert einen Kurs. Da, 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 da. Yep, 44 Schwaden. Kurs, laden, aktivieren. Erster Wegpunkt. Stopp. Ballengröße. Mehr als 180 kannst du nicht. Mehr als 180 kannst du nicht. Gut. Erster Wegpunkt. Viel Spaß. Fahr dich nicht fest. Ach, da hinten ist der. Gut, dann kannst du nämlich jetzt Strohballen pressen. Dann läuft das auch. Drescher, wo bist du? Da. Gut, dann machen wir den Hänger nochmal voll. Dann können wir nämlich unsere Sorglos-Hirse auch gleich wegfahren. Bevor der Drescher voll ist. Man kann ja sagen, was man will, aber der kleine Drescher hat echt schon viel geleistet. Im Dauereinsatz läuft hier seine Runden. Nicht schlecht. Ne? Ein bisschen leer. Jetzt. Aber ich bin noch gar nicht voll. Gut, dann warten wir, bis die Bahn zu Ende ist und dann fahren wir erst los. Und machen die Hänger leer. Warum hältst du denn an? Traust dich nicht mehr, ne? Ja, ja. So ist das. Ja, ich verschwinde einfach, dann kannst du ganz in Ruhe fahren hier. Wenn der sich nicht so richtig traut. So, das einmal ab ins Silo. Sollten wir auch langsam das Heu verladen. Nee, beziehungsweise ich wollte ja das Ballensilo mit reinnehmen. Ich glaube, das habe ich schon wieder vergessen. Nein. Mist, muss ich hier unbedingt dran denken. Oder habe ich das mit drin? Nächste Folge habe ich es auf jeden Fall mit drin. Das Ballensilo. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt aktiviert habe. Aber aller spätestens nächste Folge, weil ich das direkt nach der Folge machen werde, sonst vergesse ich das wieder. Ich schussel. So. Ich muss hier rein. Ah, klappt doch. Dann schauen wir mal. Beim letzten Mal haben wir ja auch schon die Mühle befüllt mit Getreide oder mit dem ersten Getreide. Das heißt, die Mühle läuft ja auch. Das heißt, bald läuft sogar schon die Bäckerei. Genau. Erst ein paar Liter Weizen sind drin. Erst ein paar Liter Mehl sind auch schon produziert. Die Ölmühle läuft ja auch.
Silage wird auch produziert aus massenhaft Stroh. Da können wir dann nochmal Stroh reinkippen. Ding, ding. Da ist er wieder angekommen. Er möchte wieder Getreide mitnehmen. Und nochmal zur Mühle fahren. Milch. Ja, 1500 Liter lohnt sich jetzt noch nicht wirklich. Da würde ich noch ein bisschen warten, bis wir ein bisschen mehr haben. So, dann fahren wir als allererstes mal aufs Feld. Zurück. Und danach schicken wir. Ich weiß gar nicht, welcher Traktor das war. Sorry, ich bin so ein bisschen müde. Vielleicht ihr auch schon. Ach, den Klaas. Schicken wir den Klaas gleich nochmal los, dass er nochmal Getreide zur Mühle bringt. Würde ich auch gerne hier mit dem Fendt machen, mit den beiden großen Anhängern, aber ja, wir brauchen auch ein bisschen was, um den Drescher abzuladen. Und mir ist lieber, der Drescher läuft die ganze Zeit durch. Und ich muss nicht die ganze Zeit abfahren, als andersrum. Weil umso schneller können wir auch die anderen Felder bestellen. Ich würde hier ganz gerne noch mal ein bisschen Weizen und Raps anpflanzen. Würde ich sehr gerne. Striegeln müssen wir auch. Es ist noch so viel Arbeit in diesem Ingame-Tag. Da ist bald eben nochmal die Überlegung, nochmal einen neuen Traktor zu kaufen. Aber dafür haben wir nicht genug Geld. Da ist es mir lieber, wenn wir einen Puffer haben. Vielleicht ist hier irgendwann einer mal im Angebot. Ein schöner. Lad noch mal ab. Lass du nämlich in Ruhe dreschen. Unsere Güte sorglos hier so. Fahr bloß weiter. So. Du bist angekommen. Jetzt sind hier Rehe auf der Straße. Ja, du machst einen Bogen und läufst gleich wieder weg. Gut. Machen wir den voll, dann können wir den gleich wieder losschicken. Gerste haben wir nicht. Hafer nicht genug. Hab's auch nicht. Könnten, damit die Mühle ein bisschen schneller läuft, schon mal sorglos Hirse aufladen. Dann kriegen wir noch ein bisschen schneller Mehl. Dann läuft die Bäckerei auch demnächst schneller. Mühle? Mühle. Kannst hier anfangen. Jo, die ersten Strohballen. Es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. So, das Ballenlager habe ich garantiert nicht mit drin, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Nee. Mist. Gut, dann beim nächsten Mal. Dann kommt das definitiv beim nächsten Mal mit.
Chidibü. So, der läuft noch. Das läuft. Strom wird gepresst. Das läuft, das läuft, das läuft. Ich würde ja fast... Da ist der Ballen hingerollt. Ich habe beinahe gesagt, ich würde ja fast sagen, ein Ballen ist abgehauen. Der ist aufs andere Feld. Gut zu wissen. Können wir denn wieder Ballen suchen gehen? Haben die Tiere genug Futter? Ja, haben sie. Stroh ist auch genug drin. Gülle, Milch. Die Rinder sind auch gut versorgt. Die Hühner sind auch gut versorgt. Ja, läuft, ne? Ballenpressen mit einem riesigen Cirion. Das ist eine Mission. JCB. Noch eine Ballenpressmission mit einem riesigen Cirion. Sonnenblumen haben wir nicht, Zuckerrüben auch nicht, Zuckerrohr, Trauben auch nicht. Nur Ballentransmission drin. Du bist aber gleich angekommen. Den können wir gleich die Hirse nochmal starten. Ist denn der Punkt? Bist du nicht schon längst an der Fabrik vorbei? Dann liege ich da so falsch. Er ist schon an der Fabrik vorbei, ne? Ich könnte wetten, du wolltest hier hin. Damit. Und dann können wir die nächste Kette starten. Aktivieren. Passt. So, dann kannst du eigentlich wieder zum Hof zurück. Das läuft, das läuft. Und wir müssen nochmal gucken, dass der Drescher leer wird. Der ist nämlich gleich voll. Und dann, ich denke mal, nächste Folge ist das Feld hier auch fertig. Dann können wir uns auch wieder um die Feldarbeit kümmern. Also die Felder wieder zu bestellen. Jetzt muss ich hier den riesigen Berg hoch. Ach, du tankst selber? Oder stellst du dich bloß in Position? Stellt sich, glaube ich, bloß in Position, ne? Bleibst du stehen? Jawohl.
Bus entladen werden. Da sind wir ja dabei. Was gibt es denn heute eigentlich im Angebot? Nichts. Also maximal nichts. Immer schlecht, wenn es nichts im Angebot gibt. So, dann kann er weiterfahren. Und du bist ja sowieso auf dem Weg und du hast einen Ballen gefunden. Ja, traumhaft. Gut. Schön, dass er die nicht mehr ummietet, die Ballen. Schlecht, dass er mir das nicht sagt. So. Ich könnte tippen, du möchtest hier hin. Und würdest gerne hier weiter pressen wollen. Nein. Besten Dank dafür. So, machen wir den Anfang selber. Nein, ach Mist, ich habe immer noch erster Wegpunkt drin, deswegen. Jetzt aber. So, und dann kann ich die meisten Strohballen wahrscheinlich da unten vom Feld abholen. Der rollt auch schon. Irgendwo ins Nirgendwo. Gut. Eis drum. Aber ich würde sagen, für heute machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, je nachdem, wann ihr die Folge guckt. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, lasst euch nicht ärgern.